Deutsche Uhrentradition neu belebt, so könnte man Aristo mit einem einzigen Satz umschreiben. Aber die Traditionsmarke Aristo ist viel mehr. Wenn ihr mehr wissen möchtet über Aristo früher und heute, dann bleibt einfach dran. Hallo und willkommen bei Watch Maxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Du interessierst dich für deutsche Uhrenmarken, große Marken, kleine Marken, neuere Marken oder traditionsreiche Marken, Marken, die etwas teurer sind, Marken, die etwas günstiger sind? Dann kannst du meinen Kanal abonnieren, denn genau das ist mein Thema. Heute geht es um Aristo, eine sehr traditionsreiche Marke, die ich super interessant finde, die ich aber wirklich nicht als einfache Marke empfunden habe. Warum das so ist, erkläre ich dir jetzt im Video. 1907 hat Julius Epple in Pforzheim die Aristo Uhren- und Uhrengehäusefabrik gegründet. In der Zeit von 1907 bis 1992 wurden mehrere Millionen Uhren produziert und verkauft. Hier kann man, denke ich, wirklich von einem Massenprodukt sprechen und einer sehr erfolgreichen Geschichte der Marke. 1992 sah es dann so aus, als wäre diese Marke wirklich nur noch Geschichte, aber für die Zukunft tot. Wie ihr an den Bildern sehen könnt, die ich euch einblende, hat Aristo die Uhrenmode über die Jahre wunderbar abgebildet. Man kann hier genau sehen, wie sich der Uhrengeschmack und die Uhrenmode verändert hat. Und Aristo hat das in seinem Portfolio herrlich abgebildet. Und auch an der Vielzahl der Uhren kann man sehen, dass Aristo wirklich sehr breit aufgestellt war im Punkto Modellvielfalt und Angebot. 1992 sah es dann so aus, als wäre diese traditionsreiche Marke für Uhrensammler und Uhrenliebhaber verloren gewesen. Aber 1998 hat Hans-Jörg Vollmer diese Marke zu neuem Leben erweckt und Aristo neu aufgestellt. Das Ziel war es nicht, Millionen von Uhren zu verkaufen, sondern qualitativ sehr hochwertige Kleinserien von speziellen und wirklich hochqualitativen Uhren auf den Markt zu bringen. Aristo-Uhren sind made in Germany und über die Jahre ist das Portfolio sehr stark ausgeweitet worden. Und das ist der Punkt, wo ich eben erwähnt habe, dass die Marke für mich keine einfache Marke ist. Und das möchte ich euch jetzt im Detail etwas zeigen. Das Portfolio von Aristo besteht aus Uhren unterschiedlichster Materialien. Wir haben Uhren aus Stahl, wir haben Uhren aus Titan und wir haben Carbonuhren. Wir haben Uhren in unterschiedlichster Größe, von 38 mm vielleicht sogar drunter bis 45 mm hoch. Wir haben Uhren im Segment von 150 bis 250 Euro, das sind in der Regel die Quarzuhren. Wir haben Uhren im Bereich von 500 bis 600 Euro, das ist die Mehrzahl der Automatikuhren, und Uhren im Bereich von 1200 bis über 1300 Euro, das sind in der Regel die Chronographen. Die Uhren haben sowohl Mineralglas als auch Saphirglas, die Wasserdichtigkeit liegt zwischen 5 bar und 30 bar. Es gibt ganz, ganz viele Stile. Wir haben, jetzt muss ich kurz gucken, wir haben eine Damenlinie, wir haben eine Bauhauslinie, wir haben eine sportliche Linie, wir haben eine klassische Linie, wir haben Marineuhren, wir haben Taucheruhren. Für mich habe ich den Eindruck gewonnen, die DNA von Aristo liegt in der Qualität und der Vielfalt. Es fällt mir schwer, eine einzelne Uhr auf den ersten Blick als Aristo-Uhr zu erkennen, wie es zum Beispiel bei Breitling, bei Damasco oder bei Sinn deutlich leichter fällt. Das heißt aber nicht, dass die Marke für mich uninteressant ist. Ich finde sie super interessant, extrem vielfältig, aber in der Auseinandersetzung ein klein wenig komplizierter als andere Marken. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig einen Einblick in Aristo geben, in das Portfolio. Wie hat es früher ausgesehen? Wie sieht es heute aus? Für mich ist die Marke super interessant und ich freue mich sehr darauf,
euch in der Zukunft öfter mal eine Aristo-Uhr zeigen zu können. Ja, wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Kommentar da, abonniert meinen Kanal und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.